Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru und Hello von Lind oder Lind Hello. Von dieser Marke teste ich nämlich heute die Cookie Snack Bites und die haben mich in meiner Mittagspause beim Einkaufen so angelacht, dass ich sie direkt mitgenommen habe und dann habe ich gedacht, so, bevor ich die esse, drehe ich jetzt erstmal ein YouTube-Video. Mittags mag ich übrigens super gerne Süßigkeiten und nicht nur mittags, sondern auch zu anderen Zeitpunkten, aber nach einem deftigen Essen brauche ich tatsächlich was. Sonst kann ich da ganz neutral mit umgehen. Ich habe auch so gewisse Ernährungsregeln, wie zum Beispiel keine Süßigkeiten vor 12 Uhr, immer erst eine Grundlage schaffen, eine Basis mit einem deftigen Mittagessen und erst dann gönnt sich der Guru was Süßes. Und diese Snack Bites von Lind, die gibt es ja, glaube ich, auch schon 2-3 Jahre mindestens in verschiedensten Sorten. Und diese Cookie-Sorte, Cookie-Snack Bites, die habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Ich weiß, hier gibt es mit Toffee und mit irgendwie anderen Füllungen. Ich weiß jetzt gar nicht, sind die etwas neuer oder sind die genauso alt wie die anderen Snackbites, ihr Lieben? Schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, was ich dafür bezahlt habe. 2,49 Euro, 105 Gramm. Und gekauft habe ich sie in Hamburg in der Drogerie im Budni heute Mittag. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Was können die Dinger hier? Ja, mittags nach dem Essen, das ist echt so ein Ritual, da brauche ich danach was Süßes. Egal, wie viel ich gegessen habe, aber so ein süßer Snack, Schokizucker, das muss dann wirklich sein. Abends kann ich manchmal drauf verzichten, aber nach dem Mittagessen, ne, das muss sein. So, jetzt mache ich die Tüte auf. Genauso, worauf ich übrigens auch nicht verzichten kann, ist ein Kaffee morgens. Da drehe ich auch sonst durch, wenn ich das nicht bekomme. Ein paar Süßigkeiten drehe ich nicht durch, ihr Lieben, aber ich habe das schon ganz gerne. So sehen die Bites übrigens aus. Ich werde da auch gleich mal eine Großaufnahme spendieren. Aber erstmal beiß ich rein. Interessante Konsistenz. Ich bin auch ganz überrascht, dass die Cookie Snack Bites heißen und nicht Cookie Duff. Also dass sie mit Keksteig noch nichts gemacht haben bei Lind. Das wundert mich. Oder habe ich das verpasst? Wir schauen uns erstmal die Großaufnahme an. So sehen die Cookie Snack Bites auf der Verpackung aus und so sehen sie aus, wenn sie der Guru in die Hand hält. Und wie ihr sehen könnt, das Verhältnis zwischen Keks und Schokolade ist echt in Ordnung. Und kennt ihr noch diese Werbung? Schmilzt im Mund und nicht in der Hand. Die schmelzen schon in der Hand so ein bisschen. Die bleiben da auch so ein bisschen dran haften, wie ihr sehen könnt. Aber die sind auf jeden Fall lecker. Wie praktische Lieben, die bleiben ganz gut in der Hand kleben. Das heißt, nicht zu viele auf die Hand packen, sondern lieber aus der Verpackung einzeln lassen. Und wenn sie auf der Hand sind, dann lieber gleich in den Mund. Dann geht es auch direkt rund. Und geschmacklich muss man auf jeden Fall ein paar von essen. Die haben übrigens einen ganz, ganz weichen Crunch. Richtig weich, das ist nicht zart. Also kein harter Keks, ganz, ganz weich, aber sehr lecker, sehr schokoladig, nicht zu intensiv dunkle Schokolade, manche dunklen Kekse können ja zu intensiv sein, ist sehr ausgewogen. Also ich finde, es hat meine Erwartung absolut erfüllt, aber nicht übertroffen leider nicht, aber die haben meine Erwartung erfüllt. Und deswegen bekommen die auf einer Skala von 1 bis 10, bekommen die stolze 8 Punkte, sind wirklich lecker, würde ich mir auch nochmal kaufen, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!